Hallo zusammen, ich bin hier gerade mit Patrick, mit dem mache ich ein Interview mit Patrick Francisco, damit er die Möglichkeit hatte, sich auch nochmal zu äußern. Patrick und seine Frau Mandy und deren Kinder waren ja Teilnehmer in der SWR-Doku Auswandern nach Amerika, Fluch oder Segen, die im Mai 2023 ausgestrahlt bzw. auf YouTube hochgeladen wurde. Und die Darstellung in der Doku war ja, stark verzerrt, um es jetzt mal ganz freundlich auszudrücken. Und die beiden wurden halt auch sehr unvorteilhaft dargestellt. Patrick, vielen Dank fürs Interview jetzt erstmal. Und ich möchte erstmal damit anfangen, mich bei dir bzw. bei euch zu entschuldigen. Also ihr seid ja auch in meinem Reaktionsvideo darauf auf die Reportage doch etwas unter die Räder auch gekommen. Und ich bin ja selbst auch auf die Darstellung seitens des SWR, also die Darstellung von euch, über euch reingefallen. Und es muss ich einfach mit dem heutigen Wissen, was ich jetzt habe, sagen. Also, wie gesagt, Entschuldigung nochmal, tut mir auch leid, wie ich da auch über euch geredet habe. Ist mir jetzt so ein bisschen unangenehm im Nachhinein. Erstmal die Nachfrage natürlich, wie geht's euch? Also, ich habe ja jetzt durch die Reportage erfahren, dass ihr gerade mit einem Auto ohne Bremsen auf dem Abgrund zufahrt, mit auf dem Rücken gefesselten Händen, die Kinder schreiend auf dem Rücksitz oder so. So hat uns ja die Reportage, die Doku so ein bisschen zurückgelassen halt auch. Wie geht's euch heute? Uns geht's super. Also uns geht's blendend. Wir fahren nicht auf den Abgrund zu und uns geht's wirklich sehr gut. Und ja, entgegen aller Kommentare leben wir immer noch in den USA und ja, wir sind immer noch glücklich und ja, wir können uns echt nicht beklagen. Das freut mich zu hören. Es gab ja echt schockierend negative Reaktionen auch auf die Doku. Und wie du mir gesagt hast, also die Absprache war ja im Vorfeld auch eine andere als das Ergebnis hinterher. Also es hat euch ja auch ziemlich schockiert, als ihr dann gesehen habt, was da so bei draus geworden ist letztendlich. Ja, auf jeden Fall. Also wir waren selber auch sehr, sehr schockiert, weil, wie du schon sagst, die Absprache war eine ganz andere. Wir hatten vorher mit dem SWR beziehungsweise mit einer Produktionsfirma uns vorher kurz geschlossen und so eine Art Casting gehabt. Und bei dem Casting wurden wir halt gefragt, was wir so vorhaben. Und es wurde mit keinem Wort, wirklich mit keinem Wort, das kann ich euch versprechen, erwähnt, dass es eine politische Doku oder ein politischer Film wird. Und wir sind wirklich, als wir den Film gesehen haben, wir haben ihn vorher nicht gesehen, also der wurde uns vorher nicht gezeigt. Wir sind wirklich aus allen Wolken gefallen, muss ich schon sagen. Also wir waren schockiert. Das glaube ich. Was mich auch so schockiert hat, ist, ihr wusstet vorher natürlich auch, dass ihr Steuern in den USA zahlen müsst. Ja, es wurde ja komplett anders auch so zusammengeschnitten, irgendwie eine Aussage. Ja, also du musst dir das so vorstellen, wir haben echt tagelang gedreht, schon in unserer Heimatstadt in Florida und auch noch mal ein halbes Jahr später. Und es wurden halt mega viele Fragen gestellt. Also wir haben, ich lass mich lügen, roundabout 15 bis 20 Interviews geführt mit denen. Und ja, natürlich kam da auch die Frage nach Steuern. Und ja, das, was meine Frau denn da letztendlich sagt, ist im Grunde total aus dem Zusammenhang gerissen. Es ging im Grunde eigentlich nur darum, dass wir in Florida eine Steuerersparnis haben. So, und auch wirklich nur auf die Steuer bezogen. Natürlich sagen viele, ja, aber ihr müsst ja jetzt noch denken, wenn ihr ein Haus kauft, dann müsst ihr ja auch die Property Tax bezahlen. Das ist uns bewusst, das war aber in dem Fall nicht die Frage. Sondern die Frage ging einfach nur um die Steuerersparnis. Und daraufhin hat meine Frau vielleicht sich auch ein bisschen falsch ausgedrückt oder das wurde auch ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ihr ging es einfach nur darum, dass wir Steuern sparen und keine State Tax bezahlen in Florida. So, das war der einzige Punkt. Und das sieht natürlich mega, mega aus dem Zusammenhang gerissen aus, ne? Und ist es auch, ist es auch. Das ganze Thema Steuern sparen, das hat ja da auch, dieses gesamte Steuerthema hat ja auch so eine zentrale Rolle eingenommen. Das war aber gar nicht die zentrale Motivation von euch, überhaupt auszuwandern. Ja, man muss sich ja auch jetzt auch mal so diesen Zeitpunkt angucken, wann das Video veröffentlicht wurde.
es ist ja in Deutschland gerade auch, habe ich jetzt schon öfter jetzt mal unseren Bundesfinanzminister im Fernsehen gesehen, in Talkshows, der über Steuererhöhungen spricht, die er nicht möchte, aber die von anderen Parteien gefordert werden. Und das passt natürlich auch ins Bild dann, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Das passt gerade nach Deutschland, dass wir von Steuersparnissen sprechen. Aber ich kann dir versichern, es war nicht der Grund, warum wir ausgewandert sind. Also unser Grund, warum wir eigentlich diesen Schritt gewagt haben, war ein ganz anderer. Und der liegt eigentlich darin, dass es schon immer unser Traum war, eigentlich in die USA auszuwandern und dort zu wohnen und zu leben. Nur haben wir uns halt nie getraut über Jahre. Das war eigentlich der Punkt. Wir hatten immer die Möglichkeit durch meine Frau, dadurch, dass sie ja Staatsbürgerin ist, hatten wir immer die Möglichkeit, das zu machen, aber wir haben uns halt nie getraut. Und irgendwann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, ach Mensch, wir wollen das auch irgendwie nicht bereuen. Irgendwann sind wir alt und wir haben es dann nie gemacht und vielleicht bereuen wir das. Und ja, das war mit einem Hauptgrund, warum wir jetzt letztendlich diesen Schritt auch gemacht haben, weil wir einfach unseren Traum leben wollten und unseren Traum verfolgen wollten. Kann ich total nachvollziehen. Es wurde ja viel auch so von der Moderation einfach so für euch gesagt und eingeworfen. In Minute 6 zum Beispiel wurde ja auch gesagt, Abstiegsängste, Aufstiegswünsche, aber wie gesagt, das war jetzt ja gar nicht die Motivation dabei, so für euch. Nein, nein, ich meine, Abstiegsängste muss man sich jetzt mal vor Augen halten. Ich meine, in der Doku wird gesagt, was wir gemacht haben beruflich. Und das stimmt auch so. Wir haben beide im öffentlichen Dienst gearbeitet. Wir hatten unser Eigenheim. Ich meine, da von einem sozialen Abstieg zu sprechen oder Angst vor einem sozialen Abstieg, ist ja völliger Quatsch und völlig, ja, aus der Luft gegriffen. Also, das war niemals ein Anlass für uns, ins Ausland zu ziehen oder in die USA zu ziehen. Also das ist völliger Quatsch. Was mich auch etwas überrascht hat, als wir uns darüber unterhalten haben, dass du, also du wurdest ja gezeigt in etwa Minute 5, wie du meintest, dass man in gewissen Punkten auch mal an sich selbst denken muss. Es war jetzt nicht 100% genau Zitat, aber du hast halt so gesagt, man muss ja auch mal an sich selbst denken und nicht nur an andere. Und das war an dieser Stelle, in diesem Kontext, hat das eindeutig, und das hat sich auch in den Kommentaren wieder gespiegelt, klang das so, als ob du über Deutschland, die Steuern, das Solidarsystem und so weiter redest. Aber diese Aussage wurde dir ja tatsächlich, hast du in einem ganz anderen Zusammenhang getätigt. Genau. Es war gerade, weil es unser Traum war, in die USA zu gehen. Und es war halt unser Traum, nicht der Traum meines Vaters oder von Freunden, von Familienmitgliedern. Und es ging einfach darum, dass ich gesagt habe, man muss an sich selber denken und kann nicht sagen, ja, wir würden jetzt nicht ins Ausland ziehen wegen unseren Freunden, wegen anderen Menschen, die halt auch ihr eigenes Leben leben, ne, und auch nicht nur auf unsere Bedürfnisse gucken. Und darauf war das eigentlich nur gemünzt. Im Grunde ging es nur darum, dass wir als kleine Familie an uns denken und an unseren Traum denken müssen, in dem Fall. Und das war überhaupt gar nicht auf das Steuersystem, auf Solidarsystem gemünzt. Es ging einzig und allein um unseren Traum. Und dass wir in diesem Fall einfach an unseren Traum denken müssen und an uns denken müssen. So, das war alles. Macht natürlich dann, ist ein ganz anderer Zusammenhang, diese Aussage. Also klingt dann natürlich ganz anders, wenn man das weiß. Es gab ja auch in eurem Umfeld, wurden in der Doku ja auch nur die negativen Stimmen gezeigt dazu. Aber es gab ja auch positive Kommentare aus eurer Familie, aus eurem Umfeld, die auch wohl interviewt wurden, aber gar nicht gezeigt wurden. Genau. Klar, also da muss ich sagen, es wurde ja mein Schwager gezeigt und meine Oma. Natürlich, wenn die gefragt werden, wie findet ihr das, dass sie traurig sind, ist ja gar keine Frage. Ich meine, Menschen, die einem lieb sind, natürlich ist man da traurig, wenn die gehen und wenn die auch so weit wegziehen. Allerdings waren auch Fragen so, ja, klar, wie findest du das, aber was wünschst du denen denn? Und also zum Beispiel wurde meine Schwester interviewt und die hat auch ganz klar gesagt, ich könnte das vielleicht selber nicht, ich hätte den Mut nicht, aber ich gönne denen das von ganzem Herzen und ich glaube auch, dass sie das schaffen. Und also wirklich ganz positiv geredet und die wurde gar nicht gezeigt. Die hat sich selber auch noch gewundert. Die Ja, wurde das nämlich glaube gar ich. nicht gezeigt. Also ja, also total komisch.
Ja, krass. So ein paar Aussagen in der Doku, über die ich mich jetzt, hat ja auch, sorry, wie gesagt, nochmal in meinem Video so lustig gemacht habe, ein bisschen. Und da muss man halt auch wieder sagen, da werde ich auch in Zukunft, wenn ich solche Produktionen sehe, noch mehr darauf achten, dass das nie von euch gesagt wurde, sondern von der Moderationsstimme. Das heißt, euch wurden da so Aussagen in den Mund gelegt, sozusagen, hinterher, Post-Production. Und da habe ich drei Sachen nochmal, haben wir jetzt zum Teil schon zwar drüber geredet, aber in Minute drei wurde halt gesagt von der Moderation, auswandern und richtig Kohle machen, das ist der Plan der Franziskos. Ja, Ja. also das ist natürlich, wie du schon sagst, das ist, als es produziert wurde, danach geht das quasi mit der Journalistin und auch mit allen Produktionsmitarbeitern, wenn die das in den Cut geben und dann kommt halt diese Stimme, die einfach Dinge kommentiert. Und das hatte mit uns selber, hat dieser Kommentar nichts zu tun. Also wir haben mit dieser Moderatorin auch nie gesprochen. Also die weiß so über uns nichts. Okay. Und deswegen, natürlich, wenn eine Frage kommt, ja, würdet ihr gerne reich sein oder arm sein? Ja, dann würden wahrscheinlich 99% der Menschen sagen, ja, klar, möchte ich gerne reich sein. Ja. Ja, aber ja, das war jetzt auch nicht der primäre Plan, jetzt wirklich reich zu werden in den USA. Klar. In Minute 5, und das war das, was ich auch kommentiert hatte, war ja auch, wurde halt gesagt, wie gesagt, haben wir gerade so ein bisschen drüber geredet schon, wurde gesagt, in Deutschland droht ihnen der soziale Abstieg. Wer nicht mit absteigen will, müsse Deutschland verlassen. Davon sind sie, also ihr, Ja, überzeugt. ja. Ja. Ja, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Also erstmal sozialer Abstieg. Ich meine, jetzt mal, wer mal über unsere Jobs in Deutschland nachdenkt, ich meine, im öffentlichen Dienst in Deutschland ist man eigentlich relativ safe. Und wie gesagt, also ein sozialer Abstieg ist ja fast unmöglich, wenn man nicht viele Fehler macht in seinem Leben. Und ja, das ist völlig aus der Luft gegriffen. Also das haben wir so niemals gesagt. Wir haben vielleicht von Möglichkeiten gesprochen in einem anderen Land. Gut, aber die sieht ja jeder. Wenn jemand auswandert, sieht er Möglichkeiten. Ansonsten würde er ja dieses Land nicht auswählen. Und das war eigentlich nur unsere Aussage, dass es andere Möglichkeiten gibt in den USA als vielleicht jetzt in Deutschland. Aber das hat gar nichts damit zu tun, dass wir glauben, wer das Land nicht verlässt, der ist auf dem absteigenden Ast. Also Ja. das vor allem ist das alles nur auf uns projiziert. Also wir sagen Dinge, oder manche Dinge haben wir auch nicht gesagt, aber die Dinge, die wir sagen, sind für uns, ne, und nicht auf andere Menschen. Also letztendlich muss jeder selber diese Entscheidung treffen. Und ja, und wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir einfach diesen Traum verwirklichen wollten. Und das ist alles. Das hat eigentlich auch grundsätzlich gar nichts mit Deutschland zu tun gehabt. Wir haben auch immer in diesen Interviews gesagt, wir hegen keinen Groll gegen Deutschland. Überhaupt gar nicht. Wir lieben unser Land. Das hat uns auch viel gegeben. Es ist nur einfach, wir wollten einfach nur mal was Neues erleben. Und wollten nicht mit 70, 80 irgendwann in unserem Stuhl sitzen und sagen, ach, weißt du, so, Schatz, hätten wir mal. Ja. So, das ist eigentlich das Einzige. Und darum ging es eigentlich hauptsächlich. Ja, das kam halt in der Doku definitiv Nee, nicht rüber, muss nee, man so nee, sagen. absolut nicht. Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe die Doku danach nie wieder geguckt. Ah, echt? Ich habe sie Okay. einmal geguckt, danach nie wieder. Also, und ich werde Okay. sie wahrscheinlich auch nie wieder gucken. Ich habe mir die ganze Zeit vorher mal Sorgen gemacht, oh, wo könnte ich das denn alles herbekommen? Wo kann ich denn eine Aufnahme bekommen, weil der SWR uns nicht zukommen lassen hat? Aber mittlerweile ist mir das eigentlich egal. Ich brauche diese Aufnahme eigentlich gar nicht. Ja, glaube ich. Ihr hattet diese Auswanderung ja auch schon über längere Zeit geplant, einen längeren Zeitraum. In der Doku wirkte das, also zumindest auf mich und auch auf viele Zuschauer wahrscheinlich, sehr spontan und vor allem auch recht unorganisiert. Also so wie das alles zusammengeschnitten war und so, wirkte das alles sehr unorganisiert, auch geradezu chaotisch. Ja, du musst dir einfach vorstellen, also in der Doku sagen die das ja auch mit unserem Gepäck, dass wir es das verloren haben. Das lag daran, dass wir einen Anschlussflug verpasst haben aufgrund von Verspätung und dann mussten wir in London noch eine Nacht bleiben.
Dadurch haben wir mit dem Kamerateam einen Tag verloren im Grunde. Wir sind dann erst auf einem Freitag, späten Nachmittag in Florida angekommen, in Tampa. Das Kamerateam war dann 6 Tage vor Ort mit uns. Und du musst dir vorstellen, ab Freitagabend, auch in den USA, haben die Behörden zu. So, das heißt, wir konnten die wichtigen Punkte, die auf unserem Zettel standen, wie Social Security Number für mich, meine Frau hatte ja schon eine, sie ist ja Amerikanerin, ein Bank-Account eröffnen für mich zum Beispiel. Das konnten wir alles nicht machen an dem Wochenende, aber das Kamerateam musste oder wollte natürlich auch weiterhin Content drehen. Die wollten nicht die Füße hochlegen und am Strand liegen, sondern die mussten halt diese 6 Tage auch nutzen. Und dann wurden halt Dinge gemacht, die erst auf Priorität 4, 5, 6 standen. Und wie zum Beispiel in der Szene, als wir dann nach einem Auto gucken. Uns war natürlich bewusst, dass wir nicht so einfach jetzt ein Auto kaufen können, ohne den Führerschein. Nur, wie gesagt, musste das Kamerateam Content drehen. Und dann haben wir halt eine Antwort bekommen, die uns klar war, aber die wir halt, weil wir halt keine Schauspieler sind, auch nicht wegspielen konnten. Ja. So. Und deswegen hat man halt auch Antworten bekommen, die man eigentlich gar nicht hören wollte, weil man das eigentlich auch gar nicht gemacht hätte an diesem Tag. Ne? Und das ist eigentlich das Problem gewesen, dass wir in diesem Content auch immer switchen mussten und gar nicht unsere Prioritätenliste so abarbeiten konnten, wie wir sie eigentlich geplant hatten. Okay. Es gab ja auch schöne Aufnahmen, die gefilmt wurden, wie ihr am Strand seid. Und es wurden aber stattdessen eher so die Unwetteraufnahmen gezeigt, ja. Ja, natürlich. Ich meine, das Video startet mit einem schwarzen Himmel, ne? Also schlechtes Wetter, wo man sagen muss, das passt ja dann auch natürlich auch zu dem anderen Content der anderen Familie, die sich über Wetter und alles quasi ja, beklagt oder darüber spricht. Ja, und es ist einfach so, dass viele Dinge, die wir auch gemacht haben, die auch schön waren, die wo wir auch Menschen kennengelernt haben, mit denen wir zusammensaßen, die auch interviewt wurden, die unsere Freunde geworden sind, die alle nicht gezeigt wurden, wie wir auch Menschen am Strand kennenlernen, ein ganz netter Mann, einen ganz netten Mann, den wir da kennengelernt haben, der auch nicht gezeigt wurde, weil einfach, und das ist mein Eindruck gleich von Anfang an gewesen, weil gleich alles nur Negative gezeigt wurde. Also ich finde, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Dokumentation, dass eigentlich nichts Positives gezeigt wurde, was wir da machen. Oder Ja. auch, was die andere Familie macht. Unabhängig von uns jetzt, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Und das ist einfach schade, weil das war einfach nicht unser Anspruch und unsere Erwartung von diesem Film, muss ich sagen. Wir hatten da eine ganz andere, und das war auch, wie ich schon in der Eingangsfrage gesagt habe, war das ganz anders besprochen. Also das war, wir haben auch von Anfang an gesagt, wir möchten einen Film haben, den wir vielleicht irgendwann mal Enkelkindern zeigen können. Um zu sagen, ach hier, guck mal, Enkelkinder, deswegen wohnen Oma und Opa jetzt in den USA zum Beispiel. Ja. So, aber dieser Film, wie er jetzt entstanden ist, möchte ich den Enkelkindern gar nicht zeigen. Weil die denken, ja Verständlicherweise. Mensch, oh Mann, was ist da denn passiert? Ja. Ne? Ja. Das Thema Lehrer möchte ich nochmal ansprechen, also Lehrergehalt vor allem. Da sind ja auch so ein paar sehr, weiß ich nicht, Vorstellungen, dass er da jetzt weniger verdient als ein McDonald's-Mitarbeiter oder ähnliches. Also man kann vom Lehrergehalt beziehungsweise zwei Lehrergehältern kann man auch in Florida nicht nur überleben, sondern auch leben. Da kann ich ganz klar Ja sagen. Also, da fällt mir das Video der anderen Auswandererin ein, von Sissy, die Auswandererin, die in ihrem Video sagt, im Durchschnitt verdient ein Lehrer 33.000. Ich habe selber auch nochmal gegoogelt. Sie hat in dem Sinne recht, weil das sagt Google, aber es ist nicht die Realität. Das kann ich so sagen. Also 33.000 verdienen wir hier nicht. Und also man kann gut leben. Wir leben sehr gut. Wir leben, muss ich auch sagen, besser als in Deutschland von dem Geld. Und ja, viele Kommentare waren ja auch immer, ja, die Lebenshaltungskosten sind sehr hoch. Ja, das stimmt auf einer,
einer Seite stimmt das, aber es gibt immer wieder Dinge, die sich ausgleichen. Ne, das kennst du ja sicherlich auch. Dafür ist das Tanken viel günstiger. Und klar ist dann, Lebensmittel sind zum Teil teurer, aber es gibt auch Lebensmittel, die sind viel günstiger als in Deutschland. So, und je nachdem, was man so mag und isst, gleicht sich das eigentlich auch wieder aus. Also ich kann jetzt nicht sagen, oder ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier viel, viel mehr Geld ausgeben für Lebenshaltungskosten als in Deutschland. Das würde ich so nicht sagen. Vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht exorbitant mehr. So. Und wir können sehr gut leben von dem Geld, muss ich sagen. Du Also. meintest ja auch, ihr macht doch mal Urlaub. Ja, Also natürlich. so ist es nicht. Also ihr. Ja, natürlich. Wir machen Urlaub und wir gönnen uns auch Sachen. Also wir gönnen den Kindern auch Sachen. Also es fehlt uns an nichts, kann ich so sagen. Natürlich, das ist auch so, mehr geht immer. Ne, das ist ja so, klar. Würde ich immer mehr nehmen, aber wir kommen mit dem Geld super aus. Du hattest, als wir darüber geredet hatten, hattest du, also ich frage dich jetzt auf keinen Fall, was ihr verdient, ja, aber du meintest, dass halt das mit diesen 33.000 nicht in Florida der Standard ist, also sondern eher so über 50.000 ist eher so das, was man so grobe Range Lehrer in Florida halt bekommt Genau, es ist und auf jeden Fall über 50.000 Dollar. ja. Und auf den Punkt wollte ich noch mal kurz, also Mandy ist da auch eine richtige Lehrerin, also jetzt nicht die Assistenzlehrerin, die den Kaffee kocht, sage ich mal, und die Kreide zureicht oder weiß ich jetzt nicht, Nein. was ein Assistenzlehrer ganz genau macht, aber sie ist da, was so die Zertifikate und so weiter angeht. Genau, also sie ist eine ganz normale Grundschullehrerin, wie man das in den USA sein kann. Also keine Helferin, kein Substitute-Teacher, wie Sissy das so gerne sagt. Sie ist eine ganz normale Lehrerin. Es ist so, weil sie ja davon spricht, ja, aber wie kann man denn als Erzieherin Lehrerin werden? Es ist so, dass man es hier ganz viele Firmen gibt, das kennt man so aus Deutschland gar nicht, die Abschlüsse evaluieren. Du kannst dann mit deiner Ausbildung, du kannst Tischler sein, du kannst irgendwas mit Spedition, egal was. Einfach eine Berufsausbildung. Da sammelst du deine Zeugnisse, lässt sie übersetzen und gibst die an diese Firma und die evaluieren die und gucken dann, was können die dir dafür an einem für einen Abschluss, für einen amerikanischen Abschluss geben. Und wir haben das gemacht und die Erzieherausbildung aus Deutschland wurde hier mit einem Bachelor in Early Childhood Education bewertet. Und deswegen konnte sie dann sich ganz normal als Lehrerin bewerben. Und hat auch ganz normal, bevor vielleicht noch wieder Fragen aufkommen, man muss natürlich so eine Teaching License machen, so ein Certificate. Und das hat sie auch alles gemacht und alles bekommen. Und ja. Ja, cool, freut mich. Ich wollte noch mal kurz auf das Hotel zu sprechen kommen. Also Oh das ja. ziemlich billige Hotel. Also ich wollte jetzt nicht das Trauma aufkratzen von diesem Hotel, Nein, aber nein. das Nein, nein. ziemlich billige Hotel, in dem man am Anfang war, hat ja auch einen ziemlich hohen Stellenwert so bei der Doku eingenommen und auch in den Kommentaren und so. Ja. Na, natürlich wird das in dem Film natürlich auch als zentraler Punkt genutzt, muss man auch sagen. Es wird ja auch so dargestellt, als wenn wir da quasi monatelang gelebt haben. So war es nicht. Wir haben Ja. insgesamt 7 Tage, 6, 7 Tage da gewohnt. Unsere Grundidee war einfach, dass man gesagt hat, pass auf, bevor wir jetzt für ein fancy Hotel ganz viel Geld ausgeben, lass uns doch in ein günstigeres Hotel ziehen, was auf den Fotos auch sehr gut aussah. Klar, Fotos können immer täuschen, Ja. hat man jetzt gesehen. Und wir haben dann auch vor Ort, als wir angekommen sind, haben wir uns auch mal ausgetauscht und haben gedacht, ja, so wäre es vielleicht besser, wenn wir vielleicht in ein anderes Hotel ziehen. Aber wir haben dann auch gedacht, ach nee, das wäre wieder mehr Kosten und das, ja, lass uns lieber jetzt Augen zu und durch und schnell eine Wohnung finden und dann hier raus und dann ist das Ganze durch. Und das war eigentlich so die Grundidee von diesem günstigen Hotel. Natürlich im Nachhinein würden wir wahrscheinlich dieses Hotel nicht wieder nehmen oder eine Klasse höher nehmen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das für uns extrem schlimm war. Natürlich sieht das schlimm aus, aber man muss sich vorstellen, wir haben da geschlafen
Und am nächsten Morgen waren wir verschwunden und haben Dinge erledigt. Ich meine, Ja. wir mussten einen ganzen Haushalt neu kaufen. So, wir hatten sehr viel zu tun, deswegen wir waren immer nur abends zum Schlafen da. Und deswegen hat uns das so extrem nicht gestört. Also, dass wir da auch frühstücken mussten, zum Beispiel, Ja. das kann ich mal noch sagen. Das ist eine Idee gewesen vom Kamerateam zu sagen, oh, ich möchte euch mal filmen, wie ihr auf dem Bett sitzt, alle und aus so einer Plastikschale frühstückt. Ach so, echt So, krass. dann natürlich gab es da kein Frühstück, aber unsere Idee wäre gewesen, wir gehen einfach irgendwo frühstücken. Ja. So, ja. Und dann war die Idee, komm, wir filmen euch mal, wie ihr dann auf dem Bett sitzt und mal frühstückt. Naja, gut, hat natürlich dann zu der Story der ganzen, dem Bildmaterial davor auch ganz gut gepasst. Ja, ach Wisst genau, ihr? fällt mir noch ein. Ja. Genau, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Nee, aber kein Problem. in dem Film wird dann auch gesagt, ja, wir mussten die Vorhänge zuziehen vor den neugierigen Zuschauern. Irgendwie Genau. so. Das ist natürlich völlig Quatsch. Also jeder weiß, in Florida scheint die Sonne, also quasi rund um die Uhr, und das ist einfach morgens ziemlich hell gewesen. Und jeder Mensch zieht sich seine Vorhänge zu, wenn er schlafen geht. Und genauso haben wir es auch gemacht. Das hatte Ja. gar nichts damit zu tun, dass vor den Fenstern Leute standen, um reinzugucken. Also das ging einfach einzig und allein um die Sonne. Verstehe. Wahrscheinlich wart ihr auch, weil die gesagt haben, die Leute glotzen so. Wahrscheinlich, weil dann Kamerateam um euch herumgelaufen ist, wart ihr Ja. wahrscheinlich auch irgendwie so das Einhorn da, das Unicorn in Klar, der. natürlich. Ja, Natürlich. Natürlich. genau, Ja. genau. Ja, das, wir hatten auch, als wir, fiel mir da auch dann mal ein, als wir nach San Francisco gezogen sind von der Ostküste auch, haben wir auch erstmal so ein super billiges Hotel genommen, weil man hat ja dann auch eher so ein etwas kostenfokussiertes Mindset, genau wie du sagst, man ist da ja nicht, um dann abzuhängen dort in dem Hotel, man will ja Sachen erledigen und Genau. man kann das nicht jetzt aus einer Urlauberperspektive sehen, so wir wollen jetzt nach Florida, um da jetzt eine coole Zeit in dem Hotel zu haben und so, ne? Genau. Ja, Ja. genau. Bei der Wohnungssuche wirktet ihr jetzt auch auf den Zuschauer etwas uninformiert, also wo ihr dann diese eine Wohnung am Anfang mit so halt der, no, we need a Social Security Number, Driver's License, first pay stub, last pay stub und so weiter. Ich meine, das ist genau dasselbe, wie ich in der einen Frage schon beantwortet habe. Es war so, dass wir Content drehen mussten, obwohl wir eigentlich noch gar nicht ready waren für diesen Step. So wegen dem Wochenende und, na, und dementsprechend mussten wir dahin und uns war auch schon vorher klar, dass es für so große Wohnungsgesellschaften vielleicht schwer wird, eine Wohnung zu finden, einfach weil wir keinen Credit Score hatten. Wie auch, ich meine, aus Deutschland, die wenigsten haben schon einen total aufgebauten Credit Score, wenn die in die USA reisen. Noch konnten wir eine Renters History vorweisen, weil wir haben ja halt noch nie in den USA gelebt. Und drittens, wir hatten halt keine Jobs. Aber zu den Jobs kann ich auch sagen, das war auch von vornherein mit dem SWR oder beziehungsweise mit dem Kamerateam auch so kommuniziert. Es war von Anfang an geplant, dass wir erstmal gar nicht arbeiten möchten. Möchten aus dem Grund nicht, weil wir gedacht haben, es ist einfacher für unsere Kinder, sich wohlzufühlen, wenn wir nicht gleich ab Tag 1 auch arbeiten müssen. Ah, Und okay. wir wollten den Übergang für die Kinder so geschmeidig wie möglich machen. Und natürlich hatten wir auch jede Menge zu tun. Wir mussten ja auch Möbel kaufen. Ich meine, wir hatten ja nichts im Grunde. Wir sind ja nicht mit einem Container ausgewandert, wie das manche machen, sondern wir haben von Gabel zu Pfannenwender zu Pfannen mussten wir alles kaufen. Und dementsprechend haben wir uns dafür auch Zeit eingeräumt, um das zu machen. Das war vorher geplant und wir hatten auch extra dafür ein Budget eingeplant. Ja, ja, der Immobilienmarkt in den USA ist ja auch etwas spontaner und im Regelfall ist auch recht viel Inventar auf dem Markt. Also es ist auch ein bisschen anders als in Deutschland. Man geht mal auch mal hin, guckt sich eine Wohnung an und dann guckt man sich noch drei Wohnungen an und so. Also insofern, ja, ist das wahrscheinlich von den meisten Zuschauern auch aus so einer sehr deutschen Sichtweise gesehen worden. Der Truck mit dem Ohio-Kennzeichen, das war auch nicht euer Fahrzeug, wie gesagt wurde. Ja, also die Franciscos haben sich jetzt auch ein Fahrzeug gekauft, dann wurde das eingeblendet. Ja. Nee. Okay. Nee. Das ist ja auch gut aufgefallen. Also, das ist mir auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, als ich das Video geguckt habe. Deswegen, als ich dann dein Video gesehen habe, habe ich gedacht, ja, er hat recht. Es war nie unser Fahrzeug.
Ich meine, wie du schon sagst, mit Ohio-Kennzeichen ist auch gar nicht möglich gewesen. Es sei denn, wir hätten es aus Ohio abgeholt. Aber das wäre ja auch Quatsch in der ersten Woche. Man hat so viel zu tun, nach Ohio zu fahren, um sich da ein Auto zu kaufen. Macht gar keinen Sinn. Nee, das war natürlich nicht unser Auto. Ja, wir haben einfach ab und zu Fotos geschickt. Die wollten halt auch, als sie dann weg waren, auch nochmal Fotos haben und Videomaterial. Und dann haben wir einfach, wenn mal ein schönes Foto entstanden ist und wir fanden das Foto einfach schön, als unsere Kinder da auf der Ladefläche standen, so typisch amerikanisch, haben wir einfach nur als Andenken einfach nur geschickt. Also das ist nicht unser Auto gewesen. Ja, und war einfach auch nicht gut recherchiert Ja. vom SWR. Ist ja jetzt auch kein dramatischer, das ist mir nur so aufgefallen und ich hatte halt so ein bisschen den Eindruck, dass das vielleicht auch für so ein bisschen diese, ich sag's jetzt mal so, Öko-Klimakatastrophe und dann die Familie, die auch eher negativ dargestellt wird, da passt dann dieser Truck auch so ganz gut ins Bild rein. Guck sie dir an. Ist natürlich nur meine Interpretation des Ganzen, vielleicht überbewerte ich das halt auch. Nee, also find ich auch. Es ist einfach so, dass es von vorne bis hinten passt es ja auch, wenn man sich das Video mal anguckt. Also das ist ja schon aufgebaut alles und passt schon. Wie du sagst, die negative Familie, die dann die Benzinschleuder kauft und die Umwelt verschmutzt, im Gegensatz zu der Familie, die im Grunde in Miami wohnt und sagt, ich habe Angst, dass die Welt da untergeht, passt natürlich auch alles zusammen. So, So, aber so war es das im waren, Übrigen, muss ich genau. mal kurz einwerfen, bei der anderen Familie auch nicht. Also Nein, da nein. habe ich noch ein anderes Video. Also da Ja. war die Darstellung, passte auch nicht wirklich zu der Realität, sagen wir es jetzt mal Ja. so an der Stelle. Genau. Genau, aber ja, nee, fand ich irgendwie ganz interessantes Detail. Ja, genau, haben wir es eigentlich fast erstmal so. Ja, nochmal beleuchtet, auch noch von deiner Sichtweise aus. Man kann nochmal anmerken, so das Thema Auswandern bzw. Umziehen mit Kindern wird ja auch interessanterweise in den USA ganz anders gesehen als in Deutschland. Von daher habt ihr da ja auch eine sehr schwierige Ausgangsbasis gehabt. Ja. Ich rede ja auch nicht so wahnsinnig viel über meine Kinder, was hier so ist, weil ich halt genau weiß, dass es auf sozialen Medien ist halt mit Kindern und mit Tieren vielleicht sogar noch schlimmer, wenn du da irgendwas zeigst. Hier, guck mal den Hund, wie ich ihn dressiert habe oder so, dann rasten die Leute halt zum Teil auch total aus und sind halt so super judgmental. Von daher wurde das ja auch sehr überkritisch auch betrachtet, dass er mit Kindern umzieht. Ja, na klar, na klar. Allerdings. Ich meine, alle, die in den USA leben und schon länger leben, die wissen auch, dass gerade Amerikaner viel mehr umziehen als Deutsche. Die kaufen und verkaufen Häuser, das kennen Deutsche nicht. So, und genauso ziehen die da auch hin und her mit ihren Kindern. Und für uns ist es eigentlich eher positiv. Natürlich haben die auch was aufgegeben, gar keine Frage. Aber Kinder in diesem Alter oder auch unsere Kinder gerade sind sehr elternfokussiert noch. Und deswegen war das für die gar nicht so schlimm wie für mich manchmal. Also ich habe mich schwerer integriert und wohlgefühlt als meine Kinder. Die waren ich würde sagen, nach 2 Wochen hast du nicht mehr gemerkt, dass sie überhaupt mal in Deutschland gelebt haben. Also deswegen ist es, klar kommt das immer auf das Kind auch an, das will ich jetzt auch nicht pauschalisieren, aber für unsere Kinder war das bisher ein super Schritt und die fühlen sich sehr wohl und haben sehr gut Fuß gefasst. Okay, ja, cool zu hören, auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass wir hier nochmal drüber reden konnten und dass du dich trotz der negativen Kommentare hier auch nochmal in die Öffentlichkeit begeben hast. Also vielen Dank nochmal an dich an der Stelle. Ja, vielen Dank erstmal an dich, dass du das Interview mit uns gemacht hast oder mit mir. Und ja, sehr schön, Dankeschön. Alles klar. Ja, vielen Dank und auch noch alles Gute euch. Ja, euch auch, danke. Danke, tschüss.